Herzlich willkommen in dem Herzenberg-Orakel. Hier ist dir das Witter. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Legung, ja, auf deine Situation mit deinem Wunschpartner, dein Gegenüber, dein Herzensmensch, wie immer du ihn nennst, dein Seelenpartner. Neulich wurde ich gefragt, in den Kommentaren, was ist der Herzmensch? Ja, und es ist für jeden anders. Also, glaube ich zumindest, ist meine Einstellung. Also, der Herzmensch kann natürlich sein, der Mensch, der dir am Herzen liegt. Das kann dein Seelenpartner sein, das kann dein Kind sein, deine Twin Flame, Dualseele, wie auch immer du das nennen möchtest. Es kann aber auch sein, eben, vielleicht ist dein Herzmensch oder vielleicht bist du der Herzmensch, dass du jemand bist, der aus dem Herzen heraus handelt, der auf sein Herz hört. Das kann ja auch sein. Also seid da frei von so Begrifflichkeiten. Schubladen, also das ist ein Gefühl, denke ich. Also ich für mich glaube, das ist ein Gefühl und du wirst wissen, welches Wort, welche Beschreibung am besten zu dem passt, auf den du da schaust. Und jetzt schauen wir mal, wie ist denn die Situation mit deinem Gegenüber? Ja, und das schauen wir heute mit dem mystischen Tarot von Katrin Welzstein und dann nehmen wir uns noch ein paar Lenormand-Karten dazu. Ja, und dann schauen wir mal, welche Energie ist da zwischen euch? Was ist da los? Oh, die kam in hohem Bogen. Der Eremit. Ja, der Eremit, das ist ja vielleicht Rückzug, Ruhe, die Innenschau, auf der Suche nach Erkenntnis, nach Ideen, nach einem neuen Weg, nach dem Licht, wo soll es hingehen? Und da sitzt eine Meerjungfrau, ja, die angelt ihr Licht, die hat es schon dabei, die sitzt hier auf dem Turm und schaut sich die Dinge von oben an. Da fahren zwei Segelschiffe vorbei, die werden sich treffen hinter dem Turm. Und da sind auch Vögel angedeutet. Ja, und die Welt, die Erde, also sie versucht hier zu schauen, wahrscheinlich, wo ist der richtige Weg, wo will ich hin, wo soll die Reise hingehen? Und der Eremit steht einfach auch für das Alleinsein, die Selbstfindung, für die Kraft, die du aus dir selbst schöpfen kannst. Und ja, momentan ist da in Bezug auf euch eben eine Distanz. Man hat sich zurückgezogen, man hat sich distanziert. Am Unterdeck der Page der Stäbe. Das kann jetzt sein, dass da ein Neuanfang kurz bevorsteht. Etwas steckt da noch in den Kinderschuhen. Ja, und es geht vielleicht auch darum, den entscheidenden, erfrischenden Impuls zu finden, mit dem man wieder aufeinander zugehen kann. Ja, jetzt schauen wir mal mit dem Epic Light Lenormand. Schaue ich jetzt mal in die Energien rein. Was, jetzt überlege ich gerade, dein Gegenüber oder ihr Ball, oder was ist da los? Ja, worum geht es gedanklich? Was ist das Thema? Frage ich erstmal. Was ist das Thema dieses Rückzugs? Warum hat man sich zurückgezogen? Oh, es ist eine unter den Tisch gefallen. So. So, wir haben. Oh, das Schwert, das Klavier und die Sense. Ja, das Schwert, da geht es ja um Entscheidungen. Da entscheidet man sich für etwas, da trennt man etwas ab, da geht man aus dem Rückzug vielleicht raus. Also, man hat sich dafür entschieden. Es geht darum, wieder die richtigen Töne zu treffen, dass es wieder gut klingt zwischen euch, dass man wieder in Harmonie kommt. Und da geht es darum, den richtigen Weg zu finden, eine Entscheidung zu finden, etwas Altes vielleicht abzutrennen, damit es wieder in einen Neuanfang gehen kann mit dem Pagen der Stäbe und mit der Sense.
Das ist ja so auch die Erntekarte. Wir sehen hier das Korn auf der Karte. Da soll es in die Ernte in einen neuen Abschnitt gehen. Ja. Schauen wir mal weiter. Am Unterdeck ist gerade der Anker. Also es geht hier um etwas Stabiles, um einen stabilen Neuanfang, um einen sicheren Neuanfang, um einen sicheren Halt vielleicht in eurer Verbindung. Kann sich aber auch um Abhängigkeiten drehen. Also wir schauen jetzt mal weiter. So, darum geht es gerade. Das ist das Thema, da wieder Harmonie, einen Neubeginn reinzubringen. Auch das, ja, vielleicht geht es auch um Verletzungen wieder, dass man sich dafür entscheidet, lassen wir das Alte hinter uns und kommen wieder in die Harmonie. Ja, darum geht's. Was denkt denn dein Gegenüber über dich, über die Situation? Okay, was hat sich da nicht umgedreht? Oh, also wir haben das Paar, die Sonne und den Park. Also dein Gegenüber ist hier sehr positiv gestimmt, dass ihr zwei wieder zueinander findet. Dass es geht hier darum, er möchte mit dir sich treffen vielleicht, er möchte mit dir, das soll öffentlich werden. Du weißt jetzt schon, ob du in Resonanz bist oder nicht. Ja, ob das dein Gegenüber ist, denn es scheint hier um jemanden zu gehen. Also der möchte auch mit dir zusammen die Beziehung leben. Also sonst wäre jetzt nicht das Ehepaar gefallen. Also es ist was Verbindliches. Es ist was Glückliches. Er verbindet das schon, wenn er an dich denkt. Glückliche Zeiten. Er kann sich öffnen, es geht um ein Treffen. Vielleicht plant er ein schönes Treffen oder das Treffen war vielleicht schon und es war in seinen Gedanken, er erinnert sich dran, ja, dass es, wie es denn war und wie es, auch wenn es schwierige Themen vielleicht sind, aber trotzdem ist er sehr zuversichtlich und ja, plant, also hat auch weiterhin den Gedanken mit dir. Sich zu treffen, sich zu zeigen, draußen, das auch öffentlich zu machen und ist da im Vollglück, würde ich sagen. Wie siehst du denn das Ganze? Und auch die Blumen am Unterdeck, also ja, das Harmonie, Liebe, Wachstum ist da. Schau mal bei dir, wie siehst du denn das Ganze, wenn du an ihn denkst und die Situation? Ja, wir haben den Anker. Wir haben ihn selber, den Herrn und die Wege. Muss ich das mal ein bisschen verrutschen? Ja, und du denkst auch an ihn. Er gibt dir Sicherheit und mit den Wegen, da geht es um Entscheidungen, haben wir es hier auch. Also ja, vielleicht geht es in eine neue Stabilität, in eine neue Sicherheit mit den Masken. Ja, sind vielleicht Dinge dir noch verborgen oder du traust dich es noch nicht so zu zeigen. Es geht für dich auf jeden Fall in eine neue Richtung. Schauen wir mal weiter. Was fühlt er denn für dich? Moment, ich muss fischen. Okay, wir haben die Treppen, den Hund, den Schlüssel und die Schnecke. Ja, es geht schon darum, also er weiß, das ist eine Liebe, das sind Gefühle, das sind Treue, Freundschaft, Loyalität, also eine tiefe Verbundenheit. Das geht tiefer oder höher mit der Treppe, das ist die nächste Stufe erreichen. Also er fühlt, dass es da vorangeht. Es hat Erfolg mit dem Schlüssel, Erfolgskarte, Öffnung. Also er hat sein Herz offen und es hat vielleicht auch lang gedauert, aber mit der Schnecke hier, die trägt eine andere Schnecke und Schnecke hat auch immer das Haus dabei. Da ist er vielleicht langsam unterwegs, was seine Gefühle betrifft, aber er hat sein Zuhause immer bei sich. Und ja, wenn er an dich denkt, dann hat er dich in seinem Herzen und hat seine Gefühle auch immer präsent. Schau mal bei dir, was fühlst du denn für dein Gegenüber?
Die Sterne. Haben wir schon zwei. Die Sterne, der Reiter und der Sarg. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass es du bist, das wäre dein Herzenswunsch. Also wenn ihr beide ein Paar werdet, wenn das alles gut wird, wenn in Beziehung geht, dann wäre das ein Herzenswunsch, deine Wunscherfüllung, du vertraust da auch drauf, du bist in deiner Inspiration, in deiner Intuition und du hast auch das Gefühl, dass hier ein Fortschritt möglich ist. Und der Reiter reitet hier auf den Sarg zu, da geht es um Transformation, vielleicht auch das Ende von alten Dingen, dass man es das endlich klären kann. Etwas findet einen Abschluss und es geht anders weiter. Und mit den Bären, da ist Mut gemeint und auch Kraft, Stärke, vielleicht auch ja so eine ganz alte Liebe kann natürlich auch sein. Schauen wir mal weiter. Wie geht's denn weiter bei ihm? Oh, hast du dich gleich umgedreht? Da hast du dich umgedreht. Wir haben dich als Dame, steht die für den Zuschauer, also dich, die Fische und die Maske. Und am Unterdeck das Nest, die Geborgenheit, der Neubeginn, neues Leben. Also in seiner Tendenz habe ich schon, er zählt auf dich, er plant dich mit ein, er hat tiefe Gefühle für dich. Und mit der Maske, ich habe immer so einen Maskenball im Kopf gerade. Also vielleicht ist da auch dann eine Feierlichkeit. Ja, vielleicht haben auch die Masken ein Ende oder die Masken fallen. Genau, das hatten wir ja in der Wochenbotschaft schon. Ja, da zeigt er sich oder ja, da wird etwas offenbart. Schauen wir mal weiter. Wie ist es bei dir? Was ist bei dir die Tendenz? Wie geht es da weiter? Das war jetzt nicht viel. Okay, was haben wir da? Ich glaube, war es die Wolken, die Uhr, das Kind und das Telefon. Beim Unterdeck die Maus. Okay, Kummer, Schwund, Verlust, heißt es ja immer die Maus. Also wir haben hier die Wolken, die Missverständnisse anzeigen, aber die helle Seite ist hier so bei der Uhr. Zur rechten Zeit wenn sich die Dinge wieder klären, die Maus kann auch sein, dass die hier die Missverständnisse auflöst. Der Neubeginn kommt mit dem Kind, kleinen Schritten und da ist Kommunikation, da ist Nachricht, da ist Verbindung auch da, die Leitung steht. Ne? Und ich habe jetzt so die Maus auch zur Maske, da werden die Masken fallen. Ich finde es eine sehr positive Legung, eine sehr schöne Legung. Also ich hoffe, da können viele mit in Resonanz gehen. Und ja, ich wünsche dir und deinem Herzensmensch, Wunschpartner, wie auch immer, alles Liebe. Und ja, macht weiter so, ne? Es bleibt spannend und wir werden schauen, was die Zeit so bringt. Alles Liebe, bis bald, eure Roswitha. Ciao, ciao.